Willkommen zur folgenden Videosequenz. Heute befassen wir uns mit dem Verzug im OR. Hier die Lernziele. Sie wissen, was mit dem Begriff Fälligkeit gemeint ist. Sie wissen, was mit dem Begriff Verzug gemeint ist. Sie kennen die Vorgehensweise, um die Rechte aus Verzug geltend zu machen. Sie kennen die drei Wahlrechte des Gläubigers und Sie kennen den Unterschied zwischen kaufmännisch und nicht kaufmännisch. Eine Geschichte, die das Leben schrieb. Wir haben Laura und Markus. Markus möchte gern das Fahrrad, sein Fahrrad für 2000 Franken verkaufen. Laura würde es gern kaufen zu diesem Preis. Okay, der Vertrag entsteht. Laura kommt ihrer Verpflichtung nach. Markus hingegen liefert nicht. Nun, der Schlawiner Markus ist halt noch nicht so weit. So, was kann Laura jetzt tun? Weinen, schreien, auswandern? Keine Option, findet auch der Gesetzgeber. Der findet nämlich halt, da geht es um Verzug, das heißt, Markus ist seiner Verpflichtung nicht nachgekommen. Laura kann Rechte geltend machen, und zwar nach OR 102 bis 109. Sagt Laura nicht viel, entsprechend gehen wir jetzt da mal Schritt für Schritt vor. Fälligkeit und Verzug. Zuerst gehen wir auf das sogenannte Mahngeschäft ein. Mahngeschäft bedeutet, wir haben keinen Termin abgemacht, bis wann geliefert werden soll. Einfach mal, irgendwann mal. Also wir haben einen Vertragsabschluss, eine angemessene Erfüllungszeit und dann kommt die Fälligkeit. Das heißt, ab dann kann Laura das Fahrrad fordern. Sagt sie mal, so lieber Markus, ich hätte jetzt wirklich mal gern das Fahrrad. Das macht er aber nichts. Damit man ihm sagen kann, dass er seine Pflicht verletzt hat, muss Laura ihn zuerst mahnen. Ab dann ist er in Verzug. Anders sieht es aus, wenn wir ein sogenanntes Verfalltagsgeschäft haben. Das heißt, Laura hat mit Markus abgemacht. Markus hat es irgendwie am 3. Mai zu liefern, dieses Fahrrad. Nun, Vertragsabschluss. Am 3. Mai ist gleich auch Fälligkeit. Wenn er es dann nicht geliefert hat, schwupps, ist er im Verzug. Er hat also seine Pflicht verletzt. Wie kann jetzt Laura ihre Rechte geltend machen? Beim Mahngeschäft, gemäß OR 102 Absatz 1. Nun, sie hat gemahnt. Nach 102 Absatz 1 muss sie ja mahnen, damit Markus im Verzug ist, dann muss sie ihm eine Nachfrist setzen, nach OR 107 Absatz 1. Aber wenn er die auch noch verstreichen lässt, dieser Schlawiner, nun, dann kann Laura ihre Wahlrechte geltend machen. Zu denen werden wir dann noch kommen. Beim Verfalltagsgeschäft sieht es anders aus. OR 102 Absatz 2. Fälligkeit am Verfalltag. Entsprechend ist Markus automatisch im Verzug. Auch hier muss Laura eine Nachfrist setzen. Wenn der Schlawiner die ungenutzt verstreichen lässt, kann Laura ihre Wahlrechte geltend machen, gemäß OR 107 Absatz 2. Aber was sind das für Wahlrechte? Es sind insgesamt drei Wahlrechte. Gehen wir zuerst mal auf Wahlrecht Nummer 1 ein. Gucken das mal an. Wird auch bis zum Ablaufe dieser Frist nicht erfüllt, so kann der Gläubiger immer noch auf Erfüllung nebst Schadenersatz wegen Verspätung klagen. Wir haben also Laura, Markus. Laura sagt, so, ich beharre auf die Lieferung. Du hast mir einfach die Sache zu liefern. Basta. Ich verlange aber auch die Entschädigung für die Verspätung. Wichtig dabei, wenn Laura die ganze Sache verpennt, vermutet das Gesetz, dass Laura diese Wahlmöglichkeit wählt. Nummer 2. Stattdessen aber auch kann sie, wenn sie es unverzüglich erklärt, auf die nachträgliche Leistung verzichten und entweder Ersatz des aus der Nichterfüllung entstandenen Schadens verlangen. Das bedeutet, Laura ist so genervt und
naja, ist im Toben und Schreien, aber dann sieht sie bei Fritz ein das gleiche Fahrrad, aber teurer. Jetzt kann sie sagen, okay, lieber Markus, ich verzichte auf dein doofes Fahrrad, weil der nette Fritz verkauft mir seins, aber für 2100 Franken. Ich muss sogar 100 Franken mehr zahlen. Aber weißt du was, lieber Fritz? Die Differenz zahlst du mir. Das darf Laura gemäß dem zweiten Wahlrecht. Sie muss es aber Markus sofort erklären. Drittes Wahlrecht. Laura kann auch vom Vertrag zurücktreten. Das macht sie vor allem, wenn sie das Fahrrad von Fritz haben kann, aber zu einem tieferen Preis. Das heißt, sie sagt, okay, doofer Markus, ich trete vom Vertrag zurück, denn der liebe Fritz verkauft mir das Fahrrad für 1900 Franken. Logischerweise muss aber Markus finanziell bluten, denn er muss sie so stellen, die Laura, wie wenn sie den Vertrag nicht eingegangen wären. Das heißt, wenn Laura jetzt zum Beispiel mehrfach mit dem Zug zum Markus hat fahren müssen, muss er ihr die Zugbillette zurückerstatten. Aber Achtung, wir haben noch einen kaufmännischen Bereich. Bis jetzt waren wir eben nicht kaufmännischen. Kaufmännisch bedeutet, jetzt haben wir eine Laura GmbH, die verkauft Fahrräder. An Fritz würde sie ein Fahrrad verkaufen. Sie kauft aber die Fahrräder ihrerseits beim Bike-Produzenten Markus. Gekauft und verkauft's weiter. Jetzt hapert's wieder beim Schlawiner, dem Bike-Produzenten Markus. Wo bleibt das verdammte Fahrrad? Hier geht's aber nach OR 190/91, nicht mehr nach 102 bis 107. OR 190 ist im kaufmännischen Verkehr ein bestimmter Liefertermin verabredet, ist ja meistens so, und kommt der Verkäufer in Verzug, so wird vermutet, dass der Käufer auf die Lieferung verzichte und Schadenersatz wegen Nichterfüllung beanspruche. Hier vor allem Achtung! Wenn also Laura ein bisschen pennt und nicht sofort den Bike-Produzenten informiert, dann vermutet das Gesetz, dass sie vom Vertrag zurücktreten wird. Natürlich kann sie Schadenersatz verlangen. Wenn sie jetzt hingegen was will, sie will an der Lieferung zum Beispiel festhalten, dann muss sie das unverzüglich dem Bike-Produzenten mitteilen. Das wäre Absatz 2. Zieht der Verkäufer vor, die Lieferung zu verlangen, so hat er es dem Verkäufer nach Ablauf des Termines unverzüglich anzuzeigen. Auch im kaufmännischen Bereich hat Laura die drei Wahlmöglichkeiten wie im nicht-kaufmännischen, nämlich gemäß 107. Einfach ging es da nach OR 191. Hier nochmal die Übersicht. Wir sehen, nicht kaufmännisch, Mahngeschäft, Falltagsgeschäft. Es gäbe noch das Fixgeschäft, das heißt beispielsweise, man kann nur zu einem gewissen Zeitpunkt überhaupt liefern. Klassisches Beispiel, die Geburtstagstorte oder die Hochzeitstorte. Wenn man am 1. Mai Hochzeit feiert, dann kann die Torte auch nur am 1. Mai geliefert werden, und zwar um 2 Uhr. Am 2. Mai macht es ja keinen Sinn mehr. Und dann nebendran den kaufmännischen Bereich.